Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsh-Map, auf der Vierfach-Map, Version 1.2, ohne Gräben. Ah, ich kann nicht mal mehr ohne Anhänger rückwärts fahren. Wir sind dabei und wollen ernten. Weil wir müssen hier unsere Felder abernten. Wir haben Felder Feld 1, Feld 20 und so weiter, sind erntereif. Und da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. Ja, dass wir da den Lohn unserer Arbeit abholen können. Sozusagen. Wir werden insgesamt alle vier Drescher im Einsatz haben nachher, weil auf Feld 4 ist Gerste fertig. Aber ich werde jetzt hier erstmal auf Feld 1 anfangen. Und wir werden mal zusehen, was das so bringt. So, ausklappen. Ihn hier auch ausklappen. Schon mal an. Fahren schon mal ins Feld rein. Strohablage natürlich an. Ist klar, wir wollen Schwart machen. Wollen Stroh sammeln, auch wenn wir das Hofsilo noch voll haben mit Stroh. Und das Ganze muss man gucken. Habe ich hier für Feld 1, habe ich sogar noch Dreschen. Habe ich sogar noch. Kann ich rückwärts fahren? Guck mal. Ja, los. Und abfahren. Wunderbar. Funktioniert. Ich muss mir jetzt nur noch einen Abfahrer holen. Ja, nicht gerade den Xerion, aber einen von den beiden Axions werde ich mir jetzt holen. Und dann natürlich auch passend mit einem Kargos als Anhänger. Mein Vario hat keinen. Mein Düngerstreuer hat keinen Dünger mehr. Das ist tragisch. Das ist in der Tat sehr tragisch. Aber kann ich jetzt gerade erstmal nicht ändern. Kümmere ich mich drum, aber nicht jetzt. So, ich muss mich jetzt erstmal zusehen, dass der hier die erste Runde unfallfrei übersteht. Wenn er das geschafft hat, dann kann ich mich darum kümmern, dass er den Rest übersteht. Dann kann ich mich auch um irgendwelche... Ja, vielleicht doch eine Nummer kürzer nehmen sollen, die Überladerohre.
Ja, ich pack mal schnell lieber ein. Sonst geht das hier in Scheiße über. Wenn man das so deutlich sagen darf. Wenn er die erste Runde erstmal hat, ist alles gut. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Wenn wir mal stehen, dann klappt er sich nämlich wieder ein, sonst hängt er dann nämlich gleich am Baum fest. Nein! Sollst du nicht? Ja, den Wario tanke ich gleich auf. Den hole ich gleich zurück zum Feld. Der düngt gerade unser neues Feld, was wir gekauft haben, was natürlich nicht gedüngt war. Feld 1 zum Silo. Jawohl. Neidlicher Abstand. Ja, passt. Dreschersuche. Ne, nicht automatisch finden. Ja, ich muss mal eben kurz warten. Ich glaube, der macht sonst Mist. Ich glaube, der stellt sich sonst voll in den Weg. Deshalb muss ich mal eben warten, bis der wieder ein Stück weiter rum ist. Und selbst dann gibt es nachher noch Probleme. Aber na los, nun mach. Na los, na los, na los. Ja, mal schauen. Solange er sich dem jetzt nicht in den Weg stellt, ist alles gut. Ansonsten haben wir ein Problem und dann müssen wir gleich unseren Fendt zum Hof holen. Müssen da mal ein bisschen. Gut, das hat er gerafft. Ja. Wie weit bin ich denn gekommen? Bin ich denn jetzt? Okay. Im 6. So, auf gar keinen Fall den Kurs zerstören, sondern nur eben Dünger holen.
am Hof. Damit dann das Feld weiter gedüngt werden kann. Da wächst Roggen drauf. Roggen hatte ich bisher noch gar nicht. Und das wollte ich dann eigentlich zum Eierhof bringen, weil der nicht so weit weg ist. Genauso das Stroh, was ich dann da produziere, wollte ich auch eigentlich ganz gerne zum Eierhof bringen. Erstmal muss ich mir hier Dünger holen. Ne, das ist ja nicht so schön geworden da. Schön, danke. Und wieder rüber zum Feld. Ja, viel unterwegs irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Und inzwischen haben wir ja auch schon so viel, wir haben ja drei Sattelschlepper, wobei einer mehr oder weniger fest an die Milch gebunden ist. Und die anderen beiden machen dann mal diesmal das, was gerade so anfällt. So. Den hier. Den blende ich mir mal schon mal ein. Och. Komm, gib alles. Mal 5 gerade sein lassen hier. Einfach mal. Moin. Weiß wohl nicht so, ob die das so toll finden hier von der Reifeisen, aber. Mir jetzt auch egal. Bin ich da geflogen? Habe ich das richtig gesehen? So. Jawohl, genau hier haben wir aufgehört. Und hier machen wir auch weiter. So einfach geht das. So, den nächsten Glas raus. Ah, da liegen meine dreckigen Rübenernter oder Kartoffelernter. Ich gebe es ja zu. Ja, da muss ich manchmal gucken, wie ich da denn noch Ordnung reinkriege. Das ist ja so ein bisschen gefloppt. Wo hakt das? Was hakt da? Das muss ich da gleich mal mit einem anderen Fahrzeug als mit einem Mähdrescher ziehen. Damit man einfach mal ein bisschen gelenkiger ist, ne? Ich meine, so vom Wendekreis ist der ja schon recht cool, hier so ein Axion, aber
So, Schweine habe ich auch noch nicht. So, und jetzt muss ich nur irgendwie zusehen, dass ich da diese komische Schneidewerk da rauskriege. Und dann muss ich mir was überlegen, wo ich die denn dann später immer platziere. Und ob ich denn diese Schneidewerke weiter benutze oder ob ich mir die hole, die Fed hat. Da wo der Schneidwerkswagen eingebaut ist im Schneidewerk. Was ich eigentlich viel geiler finde. Muss ich erstmal gucken, wie ich denn jetzt hier rankomme. Ohne, dass ich mir hier... Ja, super. Ganz toll. Genau das, was ich nicht wollte. Feld 20, habe ich da schon was zum Dreschen? Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Ersten Wegpunkt. Aktivieren. Fahrer einstellen. Ah, okay. Ja, klar. Logisch. Auch logisch. So. So, was ich jetzt erstmal machen muss, ist, muss man hier die Schaufel wegschieben. Oder sonst stört uns die nachher. Da muss ich gucken, wie ich hier mit dem Chaos klarkomme. So. Ah! Du sollst doch Stroh machen. Stroh. Ja, danke. Oh. Jetzt sollte ich das dann auch wieder hochholen. So. Feld 20, Silo. Der bleibt jetzt mal zugewiesen.
doch schön. Die hier verstehen sich, die vertragen sich, toll. Die hoffentlich auch. Naja, gut. Jetzt mal so, was haben wir denn eigentlich auf Feld 2? Feld 2 haben wir Raps. Ja, dann würde ich sagen, holen wir jetzt Raps. Und Feld 2 mit dem nächsten Drescher. Und Abfahrgespann. Raps ist ja auch relativ egal. Wegen Strom. So, jetzt muss ich nur mal eben gucken, wie ich denn hier mein Schneidwerk rauskriege. Ob ich mein Schneidwerk hier rauskriege oder wie ich das am besten mache. Naja, geht doch. Nun gucken, dass ich hier vorbeikomme. Gehe ich auch hin. Naja, vielleicht auch nicht. Och Mann, ey. Bin ich denn hier zu doof? Oder was ist hier los? Los, 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 er rödelt sich frei. Ja, ich weiß, dass das nicht toll ist. Aber besser als nix. So. Toll. Mach ich jetzt. Habe ich da auch die Nähwerke bei? Nein. Dabei, ne? Ja, auch das will ich zurücksetzen. Ja, wunderschön. Eigentlich nicht Sinn der Sache, aber geht nicht anders. Muss ich mir dann was anderes überlegen? Muss ich die nicht so eng zusammenstellen oder so? Oder mir noch eine andere Halle suchen oder sowas? Ich weiß es noch nicht genau. Ja, schön, dass ihr da wart. Wie es weitergeht, seht ihr heute Nachmittag. Hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like. Würde mich extrem freuen. Und
Noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne sollte auch den Rückwärtsgang reinlegen, wenn man rückwärts fahren will. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao.